Hi Leute, damit haben schon wieder eine Aufnahme verpatzt. Ah, ich hatte Open Broadcast auf Vorschau anstatt auf wirklich aufnehmen und ich komme nicht an die Vorschau ran. Deswegen muss ich es neu aufnehmen. Wuhu! Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Sterne gemacht und ihr wart nicht dabei. Ich werde sie einfach nachholen, kein Problem. Aber schon irgendwie nervig. Ich werde es jetzt aber auch definitiv besser schaffen als vorher, hoffentlich. Das sage ich immer. Heißt nicht, dass ich es dann auch tue. Bam. Man sieht ja an der Karte, wo die Dinger sind. Die Dinger sind. Nein, 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 nein. Ach, damit. Wollte ich gerade sagen, wo die Dinger sind. Man kommt hier nicht raus. Nö, muss neu starten. Okay, besser als letztes Mal. Nope, da habe ich es beim ersten Versuch geschafft. Und man fängt dann immer hier unten an. Bisschen nervig, vor allem mit Wario. Nee. Aber man kann auf jeden Fall nicht ohne Wario hier rein. Deswegen, schupp, nochmal. Vielleicht wird die Aufnahme sogar länger als das Original, aber ich werde auf jeden Fall genauso viel schaffen wie im Original. Wundert aber euch eben nicht über silberne Sterne. Kommt halt davon, wenn man es falsch aufnimmt. Nein. So, ist egal, was ich nehme, richtig. Ich kann einfach runter. Nein, ich muss sogar das mittlere nehmen. Sonst hätte es nicht geklappt. Weiß nicht, ob es einen Weg gibt, hier wieder hochzukommen. Aber vier waren auf jeden Fall hier richtig. Huch. Hier könnte ich Metal Wario nehmen. Brauche ich aber nicht wirklich. Außerdem ist es da wahrscheinlicher, dass wir irgendwo runterfliegen, wenn man so schwer ist. Naja. Was ich ganz cool an diesem Level finde, ist, dass sie einen dazu zwingen, mehrere Kappen zu nehmen. In dem Fall Mario, jetzt. Der Rote würde uns sagen, wo die ganzen roten Münzen sind. Irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. An sich müsste die Aufnahme super funktionieren mit Mario, aber trotzdem ist es das Let's Play, wo am meisten technische Fehler passieren. Naja. So, komm mal. Rüber da. Sehr schön. Und da sollten wir auf das nächste hüpfen. Hopp. So. Sehr nice. Und dann wieder warten, bis es einmal rum ist. Oh, ich möchte auch mal wieder einen Super Mario World No Death Run machen. Da habe ich bisher nur ein einziger gemacht. Shame on me und so. So. Brauchen wir eigentlich gar nicht zu ducken und so zu springen. Habe ich letztes Mal eigentlich schon gemerkt. Wieso mache ich es schon wieder? Nee. Egal. Wir haben es beinahe geschafft, beinahe. Hopp, hier hoch. Wir nehmen Luigi. Nehmen seine Blume. Die achte Münze. Der silberne Stern. Und sammeln ihn. Wuhu. So, als ob es Absicht wäre, dass er silber ist. Egal. So, sehr schön. Und jetzt gehen wir in ein neues Level. Ganz oben. Wario, du bist zu langsam. Schneller. Schneller. Schnell wie der Wind. Wario hat hier draußen keine Häschen. Ich glaube, Wario hat generell sehr wenig Hasen. Hat er überhaupt eins? Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo ein Hase für Wario wäre. Bald müssen wir sowieso ein bisschen Hasen jagen gehen für einen extra Stern, nämlich der hinter der weißen Tür hier ist. Tja, tja, tja. Ich lasse euch da noch ein bisschen im Unklaren. Am liebsten würde ich es zusammenschneiden. Mal schauen, ob ich es hinkriege. In der Originalaufnahme habe ich jetzt noch ein bisschen die Rutschbahn probiert mit Wario, aber das hat nicht geklappt. Das kann ich jetzt euch gleich sagen. Wario ist langsamer als Mario auf der Rutschbahn. Nein, klappt leider nicht. Immer noch nicht. Damit. Naja, ich weiß jetzt zumindest, welche Wasserhöhe man hier reinspringen sollte. Und zwar. Ne, damit. So mittendrin. So ist okay. Denn dieses Level hat eine sehr coole Mechanik. Die ich jetzt gleich zeigen werde. Merkt euch, dass ich in die Mitte reingesprungen bin und das Wasserlevel steht. Ungefähr. Naja, nicht ganz mittig, sondern eher ziemlich hoch. Aber ja, das Wasserlevel verändert sich mit der Sprunghöhe. Das ist so cool. So cool. Und als erstes nutzen wir wieder Luigi aus. Ich schaffe, glaube ich, sogar dann in der Aufnahme tatsächlich mehr Sterne als Original. Auch nicht schlecht.
Naja. Vielleicht ist Üben gar nicht so schlecht. Hahaha. Eigentlich müssten wir hier auf diese kleinen Plattformen springen und die würden uns näher zum Stern hinführen, aber man kann auch einfach Luigi nutzen. Hier hoch. Und eine Stampfattacke machen und schon hat man den Stern innerhalb von einer Minute oder so. Da habe ich jetzt auch länger gebraucht. Voran. Sehr schön. Aber das kann eben passieren, weil ich in der Folge speichere. Muss ich aber machen. Naja. Wieder mittig. Was glaube ich? Über der Stadt. Genau. Ach, da hätten wir auch ganz hoch. Naja, egal. Ist eigentlich egal. Das ist eigentlich die perfekte Höhe. Sonst hätten wir zwar näher ran schwimmen können, aber es ist auch nicht so wichtig. Passt schon. Hier hoch. Luigi ist in dem Level echt der King. Ach, das Level heißt übrigens Atlantis Aquaria. Autsch. Nein, Atlantis Aquaria, nicht Atlantis Aquaria. Boing. Thank you. Hi. Wo wirfst du uns hin? Das ist doof. Damit tötest du uns beinahe. Okay, sammeln wir mal ein paar Münzen und gehen wieder auf... Au. Oh, das ist genauso doof. Au. Come on. Come on, come on. Gehen wir den Standardweg hoch. Na gut, na gut. Hey. What the fuck? R-Knopf? Fängt es an, meinen R-Knopf zu spinnen? Das wäre aber doof. Nein. Nein. Boah, wieso kriege ich das nicht hin? Damit. Ich bin hier gerade zu bedacht darauf, weiterzukommen als vorher. Hi. Du bist mir gerade egal. Ich kann einfach hier rüber fliegen. Sehr schön. Ein paar Münzen einsammeln, falls ich runterfliege. Aber da ist eigentlich schon der Stern. Man sieht ihn ja auf der Minikarte. Das macht das Game eigentlich ziemlich leichter als das Original-Game. Da musste man wirklich nur rausfinden, wo der Stern überhaupt ist. Jetzt ist es ein Kinderspiel. Naja. Schüpp. Jetzt kommt das Ding, wo wir ganz unten sein möchten. Schüpp. Das Wasserlevel ist relativ... Nein. Beinahe. 5 Geheimnisse in untiefen Höhen. Ein einzigartiger Stern. Ich glaube, so in der Art gibt es ihn nicht mehr in anderen Levels. Das, was früher der silberne Sterne-Stern war. Also man muss mehrere Dinge einsammeln und so. Ihr kennt's. Moment. Moment. Kann ich es trotzdem verschieben? Nee, oder? Damit, wo ist denn... Wo ist denn das ganz tiefe Wasser? Da hinten? Ah, ich glaube da hinten. Am Boden. Hi. Lass mich in Ruhe. Da müsste noch ein tieferes sein. Ja, perfekt. Boing. Komm hier ein bisschen schneller voran. Wuhu. Yay. Wir müssen 5 geheime Orte finden, die man eigentlich so nur durch Probieren herausfinden kann, aber so schwer ist es auch nicht. Hier ist die 1. Am Originalspiel hätte ich es ein bisschen bemängelt, eventuell. Aber da war es halt in mehreren Level, also konnte man es da auch nicht mehr bemängeln, weil irgendwann wusste man ja, worauf man achten muss und so. Naja, ich werde es euch einfach zeigen. Hat auch meistens was mit diesen Blöcken zu tun oder mit Münzblöcken. Hier kann man noch normal raufspringen. Hopp. Dann muss man sich aber hier hoch teleportieren lassen. Ne, nicht teleportieren. Oh Mann. So. Danke. Sehr schön. Und dann gab es hier was. Kann man den auch so aktivieren? Okay. Boing. Das war nicht mal. Das auch nicht. Huch. Nein, das war nicht. Nee. Da oben war er. Hopp. Nein, nicht runterfliegen. Nein, nicht weg. Schießen lassen. Wir. Nein. Come on. Danke. Endlich. Hopp. Boing. Da war die 4. Und dann hier ist ein Schalter, mit dem man auf dieses Metall da hochkommt. Hopp. So. Hoch da und... Wir haben es auch schon. 5 Dinger. 5 Geheimnisse. Hopp. Erstmal
können wir schön mit Luigi runterkleiden. Etwas, was mir auch in der Originalaufnahme nicht gelungen ist. Egal. Zum haben wir es auch. Sehr schön. Sind wir bei 85 von 86. Ein Stern noch. Und ja, ich bin 5 Minuten schneller beinahe. Der letzte Stern ist auch nicht so leicht ist. Speichern Ende. Und zwar ganz und gar nicht leicht. Eigentlich. Wir brauchen beides. Wir brauchen niedriger Wasserstand. Naja, wir brauchen niedriger Wasserstand. Und zwar Expresslift. Schnell, schnell. Dabei müssen wir sogar wieder nach niedrig gehen mit dem Wasserstand. Ja, ja, ja. Bam, 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 bam. Brauchen niedriger Wasserstand. Dann brauchen wir eine Mario-Kappe, die hier direkt um die Ecke ist. Hat Vorteile, wenn man ein bisschen trainiert hat. So. Und dann müssen wir uns wieder hoch teleportieren lassen. Ich könnte jetzt sagen, ich habe da schon mal was vorbereitet. Unfreiwillig. ich werde es euch gleich zeigen. So. Nicht so. Wenn dann so. Dankeschön. Nice. How nice of you. So. Boing. Hopp, hopp. Dum, dum, dum. Und darüber. Und wir müssen diesen Expresslift jetzt nach unten holen. Dann mit Mario schnell runterspringen. Einen Wandsprung unten ausführen. Sehr kompliziert, sehr kompliziert. Deswegen mache ich hier tatsächlich einen Safe State. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber diesmal auch wirklich Safe State. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt, aber das ist ein Safe State. Ich fange an. Na gut. Boing, runter. Boing, rein da. Diesmal klappt es viel besser. Letztes Mal war es total knapp, aber ich habe es auch beim ersten Versuch geschafft. Schade, dass ihr es nicht gesehen habt. Naja, schupp, holen wir uns. Here we go. Jetzt haben wir auch noch Zeit für die 100 Münzen und so. Cool. Juhu. Nein, ich verkacke meine Aufnahme nicht öfters, nur damit das Spiel weiter vorangeht. Egal, wir sind so weit, wie es vorhin war. Jetzt brauchen wir die höchste Höhe. In die höchsten Höhen. Das war nicht höchste Höhen. Ganz und gar nicht. Ein Ort der roten Münzen. Wobei, wenn wir jetzt einen 100 Münzenstern machen, war das vielleicht sogar gar nicht so schlau. Da möchte ich eigentlich lieber ganz unten anfangen. Stimmt. Habe ich vergessen. Tut mir leid, Leute. Werde ich gleich ändern. Bum, bum, bum. Bum, bum. Schum. Hier gibt es aber auf jeden Fall 100 Münzen. Werdet ihr gleich sehen. Ich warte mal, bis das Wasser unten ist und gehe schon mal zum Münzblock. Könnte eine längere Aufnahme werden. Naja, wird euch sicherlich nicht stören. Und mich jetzt auch nicht so. Passt schon. Ich kann es vielleicht sogar sowieso in der Hochschule hochladen. Boing. Das sind erstmal schon mal ordentlich viele. Wir arbeiten uns Ebene für Ebene hoch. Düde, düde. Und wir werden bald einen neuen Levelbereich sehen, denn was ihr bis jetzt gesehen habt, ist noch lange nicht das ganze Level. Das ist wirklich cool gemacht. Deswegen ist es auch einer meiner Lieblingslevel. Alle Level, die sowas haben, wo man dann plötzlich in einem noch größeren... Oder wo man plötzlich merkt, dass das Level eigentlich doch mehr ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Das sind meine Lieblingslevel. Schupp. Düde, düde. Auch ein bestimmtes Iglo, was später noch vorkommen wird. Gehört dazu. Okay, ich weiß nicht mehr, wo die auftauchen. Ziemlich sicher. Boing, da. Okay. Hatte recht. Wow, 52 schon innerhalb von den ersten paar Sekunden. Das sollte euch ein Hinweis darauf sein, wie viel Münzen es hier gibt. Da oben wäre auch noch was, aber das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich mal hier hochschießen lassen. Sehr nice. Hier noch was. Au. Jetzt bin ich in Ruhe. Und du auch. Das wieder rüberschieben. Nur für die letzten paar Münzen müssen wir etwas Besonderes tun. Nämlich für die roten Münzen. Ich aber nicht sicher bin, wie viele man später noch bekommen kann, werde ich hier erstmal alle einsammeln, die ich kriege. Und wenn es 99 sind. Bim, bim. Ah, damit. Come on. Ah, nice. Das war perfektes Timing, Höhen, Dings, keine Ahnung. Hab ganz viele Münzen. Drüben sind auch noch welche.
Ja, wie schon gesagt, genug Münzen hier drin. Genug Münzen auf jeden Fall. 77, dann können wir uns noch hier einholen. Hi. Da. So. Und irgendwo, wo ich es auch aufsammeln kann. So nice. Bum, bum, bödem, bödem. 81. Tja, was haltet ihr davon? Das ist doch cool. Süpp. Halt. Mit dem muss ich reden, tatsächlich. Hi, der öffnet mir nämlich die Kanone. Die brauchen wir nämlich jetzt auch. Nämlich. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. So, da drüben sind auch noch Münzen drin. Stimmt ja, habe ich ganz vergessen. Aber sollten wir? Ja, doch. Erstmal den Wasserstand hochmachen, damit, falls wir runterfliegen, nicht mehr alles verloren ist. So. Dann können wir hier mal hoch. Und rübergleiten. So. Perfekt. Au. Damit. Ein paar Münzen verloren. Wir haben sowieso schon genug. Passt. Mehr brauchen wir nicht. More we don't need. Autsch, das hat weh. Unterwasser-Elektrizität, ja. Videospiellogik. Par excellence. Und jetzt müssen wir uns darüber schießen lassen. Zwar ganz dahintere. Aber mal ein bisschen. So. Reicht das? Weiß nicht. Das reicht überhaupt nicht. Das reicht nicht mal ansatzweise. Huch. Man kann den Wasserspiegel auf eine noch höhere Stufe durch das Springen im Gemälde machen. Als die jetzige Stufe. Und dann kann man einfach darüber gehen, wo ich uns gleich hinschießen werde. Erstmal scheint es nicht so leicht zu sein. So. So vielleicht. Könnte reichen, könnte. Boah, das war knapp. Das war knapp. Aber wir haben es gerade noch so geschafft. Und damit wird uns ein neuer Levelbereich zuteile. Ihr wundert euch vielleicht, Atlantis? Moment mal, versunkene Städte und so? Tja. Wo meint ihr, wo wir jetzt wohl hinkommen? Die Musik wird auch mystischer. Rein da. Hier nämlich. Auch ganz viele Münzen, aber was wir als erster tun wollen, ist erstmal der Wasserstand hier ein bisschen anpassen, damit wir die Münzen auch einsammeln können. Die sind nämlich alle in Blöcke und unter Wasser kann man keine Blöcke aktivieren. Wer hätte es gedacht? Huch. Au, 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 au. Damit. Ja. Normalerweise war es etwas schwerer, im Original da hochzukommen, aber hey, was soll's. Den 100 Münzenstern haben wir auf jeden Fall sicher. Boing, das ist eine rote Münze. Ey, irgendwas leckt gerade, what the fuck. Okay. Hier rüber noch. Auch wieder eine rote Münze. Und gleichzeitig der 100 Münzenstern. Holen wir uns. Ja, speichern können wir von mir aus. Jetzt hat letztes Mal etwas verhauen, aber hey, ging ja dann im Ende doch noch. Hier hoch. Boing. Das ist nämlich auch eine. Da hoch. Das kenne ich so gut wie auswendig eigentlich. Da ist eine. Es ist jetzt etwas schwerer, da hochzukommen. Wie ging das am besten? Wandsprung. Mario. Habe ich nicht. Ist das ein Problem? Kann Luigi da nicht hoch? So nicht auf jeden Fall. Hier ist aber auch keine Mario-Kappe hier unten. Das könnte problematisch werden. Das sind auch Münzen, ich weiß. Brauchen wir nicht. Don't need. Nö, hier kommen wir nicht hoch. Kriegen wir erst noch die wir auch holen können. Hopp, da hoch. Und boing. Da ist eine. Hopp. Ihr habt schon gesehen. Da ist eine. Hoch. Da ist eine, würde ich sagen. Und dann kann man nämlich hier noch ganz hoch gehen. So, danke. Und den Wasserspiegel etwas verstellen. Damit sollte es uns möglich sein. Nein, ist es uns nicht möglich. Oh je, oh je. Wie kommen wir da ran? I have no idea. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, was soll's. So. Kann man ganz schnell darüber.
Ja, kann man. Sehr schön. So kriegt man es hin. Bumm. Und dann einfach rüberkleiden. Und die letzte Münze. Und da ist er auch schon nach 20 Minuten. Schöne Episodenlänge. Hops. Hops. Here we go. Und gleichzeitig der 100 Münzenstern. Wuhu, wuhu, wuhu. 2 Sterne mehr als letztes Mal, glaube ich. Ja, doch. Nice. Falls euch die Episode gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like hinterlassen. Falls sie euch sehr gefallen hat, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Ansonsten, viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.